Hallo, liebe Bewohner. Es ist Donnerstag, der 7. Mai 2020, 16:39 hier auf Luna Eye. Heute gibt es eigentlich gar keine Neuigkeiten, aber heute erscheint die neue Ausgabe meines Lieblingsmagazins. Ich freue mich schon darauf, es zu lesen. Du liebe Güte, das waren jetzt nicht wirklich Neuigkeiten, oder? So, das war's für heute. Dann noch viel Spaß euch allen. Vielen Dank, Melinda. Sehr freundlich, sehr nett. Jo, hallo und herzlich willkommen zurück zu Animal Crossing New Horizons. Ich bin Nigoki und ihr seid wieder dabei. Ich freue mich sehr, dass es so ist. Komm, wir setzen uns hier kurz hin, denn ich muss kurz mit euch reden. Es ist folgendes, ich habe jetzt gestern keine Animal Crossing Folge hochgeladen, weil ich kann es nicht anders sagen, ich sage es einfach so, wie es ist. Ich war relativ ausgelaugt, ich habe mir eine Pause genommen, ist mir ein bisschen viel geworden zurzeit mit allem. Ich habe jetzt drei Serien irgendwie, die ich hochgeladen habe. Ich habe mich übernommen damit einfach. Und gestern ging es mir da nicht so gut und dann habe ich einfach eine Pause gemacht. Ich werde das ein bisschen zurückschrauben müssen, Leute. Es wird so nicht mehr funktionieren, wie ich das mache, dass ich drei Folgen täglich hochlade. Es funktioniert sowieso nicht. Das ist auch zu viel für euch. Das verstehe ich auch. Entsprechend werde ich es jetzt so machen. Ich werde einfach trotzdem täglich noch hochladen, aber im Wechsel. Das heißt, heute ist es Animal Crossing, morgen wird es dann wieder Stardew Valley sein und ab und zu werde ich da noch eine Folge einstreuen von Death Stranding. Ich habe noch kein richtiges Schema dafür, wie ich das mache. Es ist blöd, wenn ihr dafür Vorschläge habt, sehr gerne. Sagt Bescheid. Ich würde jetzt erstmal starten für heute. So, Post ist da. Gucken wir mal rein. Jasmin hat geschrieben. Okay. Lieber Nigoki, ich möchte mich dafür bedanken, dass du immer für mich da bist. Deshalb habe ich ein Geschenk für dich. Hoffentlich gefällt dir das Einserschild. Dankeschön, Jasmin. Das packen wir in die Tasche. Und die Emma hat auch noch was aus Bluebell. Hab im Video gesehen, dass du das auch gestern haben wolltest. Deshalb habe ich noch eins für dich gekauft. Viele Grüße von Emma. Dankeschön, Emma. Süß. Ich glaube, das ist das, das Sofa. Wir gucken mal, was Emma gekauft hatte den Tag, als sie bei uns war. Das ist das Einserschild von Jasmin. Dankeschön, Jasmin. Und dann hier noch das Doppelsofa. Okay, das packen wir mal hin, platzieren. Cool, ja. Aber danke, Emma, dass du es noch geholt hast. Ich fand es schön, genau. Ich dachte mir, das passt gut in die Bude. Das können wir dann mal aufstellen. Das freut mich voll. Danke sehr, dass du es noch geholt hast. Und das Einser-Shirt, das habe ich noch nicht. Cool. Dankeschön. Jasmin. So. Ich würde mal ganz kurz hier hochrennen. Das Einser-Shirt können wir da oben mit hinstellen. Und, ich mag es auch, dass wir tagsüber heute spielen, das ist ganz cool. Guck mal, da können wir das Einser-Shirt hier mitnehmen. Kommen wir da noch ran? Ich weiß nicht, ob das klappt. Ja, geht. Und wenn wir dann das dafür hinstellen. Nee, Entschuldigung. Jetzt habe ich es getragen, das wollte ich nicht. Ich wollte das gerne hier platzieren. Ups. Na, komm doch mal vor. Komm doch mal vor hier. Na komm. So. So, ich glaube, das müsste gehen, wenn ich das von hier aus in die Ecke packe. Jo. Cool, jetzt haben wir sie alle. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Stehen alle da. Sehr gut. Juhu. Cool. So, dann werden wir mal schnell über die Insel düsen. Ich werde mal eben gucken, ob ich irgendwas finde, was wir verkaufen können. So wirklich Geld habe ich jetzt nicht mehr, ne? Nee, 0 Sternis. Aber wisst ihr was? Wir hatten ja da oben den Tag einen neuen Baum angepflanzt. Einen Sterni-Baum, da gucke ich mal hin. Und Libellen sind auch total viel unterwegs. So, der braucht noch ein bisschen Geld hier, der Geruid, damit er die Brücke fertig kriegt. Kommen wir da durch? Nö, ich glaube hier. Jetzt habe ich den Fisch vertrieben, glaube ich. Nein, das war genau hinter ihm. Und dann gehe ich mal hier hoch und guck mal, ob der Sternibaum fertig ist. Könnte gut sein. Hier so, genau, da ist er. Und hier hatte ich angefangen, das letzte Mal den Durchgang zu machen. Den machen wir heute fertig. Auf jeden Fall. Und den machen wir auch noch schön. So, erstmal den Sternibaum mitnehmen. Zack. Juhu, 10.000. 20.000, 30.000, sehr gut. Und dann gibt es ja noch Fossile. Die können wir noch mitnehmen. Relativ viele ja alle auf einer Ecke. Oh ne, das war ein Ast von Scarb. Dankeschön, Scarbi. Sehr gut. Das noch mitnehmen? Cool. Juhu, Fossil ausgegraben. Danke sehr. Das machen wir zu. Und dann hier noch. Oh, das ist ein Ast. Mittlerweile müssten wir alle Äste gefunden haben, die Scarb uns hinterlassen hat. Bis wir dann das nächste Mal die Insel aufmachen und Scarb uns neue Äste hinterlässt. So, hier gehe ich nochmal schnell hoch. Zu Gotzi.
Das sieht mir auch alles aus, als wären das Äste, aber vielleicht ist ja ein Teil davon kein Ast. Jo, das zum Beispiel. Juhu, Fossil! So, da können wir Gotzi mal besuchen. Den haben wir, da waren wir lange nicht. Hallo Gotzi, na, wie geht's dir, mein Lieber? Geht's dir gut? Hast du irgendwelche Leute gesehen? Irgendwelche Monster, die du vernichten möchtest? So, hier noch ein kleiner Ast bei Gotzi. Sehr schön. Jetzt machen wir wieder zu. Und ich freue mich, dass wir heute so früh dran sind, weil dann können wir nochmal zur guten Schneiderei gehen. Gucken wir vielleicht... Oh, jetzt habe ich eine Blume gepflückt. Pass auf, die stellen wir Gotzi hier hin. Ah, guck mal, wir haben eh noch Weißkost mehr ohne Ende. So, die platzieren wir hier. Bitteschön. Gotzi und sein Blümchen. So, wir haben auch noch ganz viele andere Blumen, die wir noch theoretisch irgendwo einpflanzen könnten. Die würde ich hier mal hinpacken, einfach damit das Inventar wieder ein bisschen freier wird. Können wir hier so einfach durch die Gegend pflanzen. Ich glaube, da müssen wir gar keine Löcher für graben. Ich glaube, das geht auch so. Warte mal, wenn ich die jetzt hier einfach... Das müsste auch gehen, warte mal. Ja, ich kann die auch so pflanzen. Cool, easy. Okay, easy, sehr schön. Die mussten wir entfernen das letzte Mal. Und dann würde ich hier gleich weitermachen, oder? Das machen wir gleich mal fertig. So, dann einmal auf die App. Insel Designer. Soll ich die App Insel Designer öffnen und etwas bauen? Ja, bitte. Das machen wir doch gleich. Schwupps. Baugenehmigung wird eingeholt. Ach, ich sehe schon, wir müssen da oben den Baum entfernen dafür. Sonst geht das nicht, so wie wir das möchten. Okay, dann machen wir das doch hohl. Da hier kurz hoch. Na, Maxe, hast du Lust? Ja, hat er. Und das Boot ist auch da heute. Das heißt, das fällt mir jetzt gerade erst auf. Ich renne die ganze Zeit hoch, aber das Boot steht die ganze Zeit da. Da müssen wir auf jeden Fall hingehen gleich. So, der kommt auch weg. Cool, da können wir eine neue Kunst holen heute. Ich hoffe, dass das auch keine gefälscht ist. So, das hier noch zu. Da kommt hier noch ein bisschen Holz rum. Ist auch cool. Und vielleicht können wir den ganzen Hügel hier wegnehmen. Ich weiß nicht, das sieht jetzt nicht so cool aus mehr. Mal gucken. So, Plateau-Lizenz. Ach Mist, ich hätte erst runter gemusst. Okay. Ich kann von oben nicht schaufeln. Dann machen wir das so. Okay. So, hier wieder hin. Und dann können wir den Rest hier von wegnehmen. Okay. Das Ganze müssen wir noch auf der anderen Seite machen, weil ich will den Weg unten drei breit haben. Vielleicht können wir die Ecke hier abrunden. Das sieht vielleicht besser aus. Ups. Jo. So. Dann machen wir das so. Dann könnten wir theoretisch hier fertig machen. Das dauert halt immer ewig so, weil du kannst nur eins im Bett nehmen. Das ist ganz cool. Und dann können wir da oben... Oh, jetzt habe ich das wieder hingebuddelt. Das wollte ich nicht. Dann können wir da oben dann einfach Blumen lang pflanzen, schöne. Oder sowas. Ups. Da hat er gerade ein Stück Stein getroffen. Da konnte ich nicht wegmachen. Jo. Mist. Okay, das geht nicht. Gleich geschafft. Gleich sind wir durch. Sehr gut. Dann ist hier noch ein Schmetterling. Kann man theoretisch noch mit uns eincatchen. Warte mal. Dann nehme ich einfach den Kescher. Ausrüsten. Dankeschön. Können wir verkaufen. Schwalbenschwanz. Sehr gut. So, dann müssen wir hier hoch und theoretisch hier noch die Blume da entfernen, weil die ist zu eng. Obwohl, nö, das müsste gehen. Hier müsste ich langgraben können, auch ohne Blume. So, Bauplateau, dann machen wir das noch weg. Okay, cool. Ups. Ja, geht, da kommen wir gut durch. Das ist klar. Cool, dann haben wir da unseren easy Weg, dann brauchen wir da nicht immer hoch und runter rennen. Das ist voll angenehm. Können wir einfach durchlaufen. Außerdem können wir da noch Sachen hinstellen, dann irgendwie so einen kleinen Liege oder sowas. Das sieht man ja jetzt alles ganz gut. Ist ganz schön. So, sag mal, ist hier noch irgendwas im Weg? Nö, das ist ganz okay. So, und dann würde ich hier noch einmal die Linie bis hinten durchziehen. Damit wir das haben. Cool! Ich freue mich, das ist schön. Das macht uns ganz viel Arbeit leichter. Okay, hier. Coole Sache.
Ja, Leute, nochmal zu der ganzen YouTube-Geschichte. Ich habe extrem viel Spaß an dem Kanal. Und ich habe, keine Ahnung, ich habe gesehen, dass das Ganze anläuft und dass das gerne geguckt wird. Und entsprechend hatte ich immer den Wunsch, auch für mich, das Ganze irgendwie nicht zu unterbrechen. Ich habe das jetzt monatelang am Stück gemacht und ich habe halt immer wieder Programm draufgepackt. Und gestern war ich an einem Punkt, wo ich mir dachte, ich kann es nicht mehr. Es funktioniert nicht. Ich konnte nicht mal sagen, was los war mit mir. Ich meine, gut, ich persönlich leider auch ein bisschen unter Depressionen. Das kommt dazu. Ich manchmal einfach Tage habe, die echt scheiße sind. Das ist schwierig teilweise. Wenn, ja, kurzer Hinweis. Dadurch, also ich, ganz ehrlich, ich bin immer transparent mit meiner Psyche und so. Ich finde, das ist immer ganz wichtig. Und ich finde auch diesen Charme, dass man nicht über sein Gefühlsleben reden kann oder so. Voll daneben. Es ist ganz wichtig, dass wir das tun, dass wir transparent sind mit unseren Gefühlen. Und ja, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber es war halt, YouTube hat mir ganz lange und ganz viel geholfen mit der Geschichte. Und es hat mir immer voll viel Spaß gemacht so. Und gestern war ich aber an so einem Punkt, wo ich konnte das alles nicht bedienen, so was ich mir selbst gebaut habe. Und dann, ja, bin ich in ein Loch gefallen erstmal. So. Hier machen wir noch rund. Dann ist das schön. Und hier machen wir auch noch rund. Da machen wir die Ecken so ein bisschen fein. Cool. Und dann würden wir mal gucken, was der hat heute für uns. Nee, hier kurz. So, super. Und dann können wir vielleicht da die Blumen auch noch am Rand anpflanzen. Das ist ganz cool. Da können wir auch die Cosmea nehmen, die ja in der Ecke sind. Oder wir kaufen uns neue bei Nepp und Schlepp. Mal gucken. Erstmal gucken, was der hier hat heute. Hallo! Wie hieß er gleich? Der Fuchs ist es. Der Fuchs! Das ist immer so dunkel hier. Der Rainer, genau. Wenn das Licht... nee, Quatsch. Wenn das nicht mein Lieblingscousin ist, willkommen zurück auf Rainers Schatzkutter. Vergiss bitte nicht die goldene Regel. Nur ein Kunstwerk pro Person und Tag wähle weise. Okay. So, wir können mal gucken. Vielleicht können wir irgendwie rausfinden, was hier eine Fälschung ist und was nicht. Da ist die Mona Lisa. Okay, die ist bestimmt eine Fälschung. Gucken wir mal. Können wir uns die angucken? Oh, ganz ehrlich, ich habe schon Dutzende Interessenten für dieses berühmte Gemälde hier. Noch suchen sie ihr Geld zusammen, aber dir würde ich es für lediglich 4.089 Sternis geben. Schnäppchen. Ganz ehrlich, ich guck mir die mal an, ganz kurz. Die sieht nicht so aus wie Mona Lisa. Ohne Scheiß nicht. Die hat irgendwie ein anderes Gesicht. Ich glaube, die ist falsch. Das ist bestimmt keine echte Mona Lisa. Und was ist das hier? Bei der Kunst kenne ich mich nicht so aus. Und das Bild, das kennt man hier eigentlich auch, aber ich weiß auch nicht. Also vielleicht nehme ich das hier heute. Wow, du weißt echt Bescheid. Du fühlst einfach die Aura dieses Lichtgemäldes. So eine Aura kann man nicht kaufen, also du schon. Und das solltest du auch. Lass mich dir helfen. Mit meinem Cousin-Rabatt kostet es nur 4.089 Sterne. Normalerweise nehme ich das Zehnfache. Aura. Vielleicht nehme ich das. Ich nehme erstmal anschauen. Ah, jetzt können wir es auch nochmal betrachten. Okay. Können wir nochmal ranzoomen? Ja, das geht auch. Okay. Hier könnten wir gucken, ob es eine Fälschung ist oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Ehrlich gesagt. Ich gucke mir nochmal die Mona Lisa an. Natürlich hast du das. Ja, ich habe auch ein Auge für Details. Und das Beste, all die Details können nur für... Nee, warte mal. Ich bin unschlüssig noch. Ich gucke mir mal noch an, was er noch hat. Die Mona Lisa gucken wir uns mal an. Mein Angebot steht noch für 4.980 Sterne. Ich schaue erstmal. Das ist nicht ihr Lächeln. Das ist nicht die echte Mona Lisa. Das ist auf jeden Fall, sieht das anders aus. Das ist eine Fälschung. Ja, mein Lieber. Nee. Also ich habe keine Ahnung. Ich kenne nur die Mona Lisa so gut, dass ich sagen kann, das ist eindeutig eine Fälschung. Bei den anderen beiden weiß ich es nicht. Anderen drei. Ich würde hier das Ding nehmen, diese Landschaft hier. Weil da hat er auch gesagt, das hat eine Aura. Vielleicht heißt das, dass das echt ist. So, aber gern. Dann nehmen wir das. Ha, du wirst das sowas von nicht bereuen. Dann darf ich die Sternis mal an mich nehmen. Ja, darfst du. Nimm sie. Ja, stimmt, genau. Gratuliere. Du bist jetzt der stolze Besitzer dieses Lichtgemäldes. Prächtig mit dir zu handeln, Cousin. Morgen wird dein Kunstwerk eingepackt und verschickt. Okay. Das heißt, wir kriegen es morgen per Post. Ich hoffe, dass es dann auch das Original ist. Kommen wir hier noch weiter?
Ne, da kommen wir nicht durch. Okay. Na gut, Rainer, vielen Dank. Ich hau da mal rein. Ciao. Ich hau rein, Rainer. Du wirst es nicht bereuen. Das hoffe ich auch. Und wenn, dann müssen wir es irgendwo draußen hinstellen, da zu dem anderen, was wir da schon stehen haben. Okay, cool. Ich würde jetzt ja gerne noch Blumen mir besorgen, irgendwie da am Rand hinpacken, rechts und links. Aber es ist voll angenehm mit dem Durchgang jetzt. Das mag ich. Das finde ich gut. So. Das müssen wir nachher noch anpassen, aber vielleicht sollte ich mal ein paar Sachen farmen erstmal, dass wir noch ein bisschen Zeug reinkriegen. Hier schwirren noch die Insekten durch die Gegend. Die können wir zum Beispiel noch mitnehmen. Und dann haben wir noch Fossile gefunden. Ups, bleibst du hier? Jo. Juhu, ein Schwalmschwanz. Und dann ist da hinten noch, ich glaube, das ist ein Zitronenfalter. Und guck mal, unsere Dinger blühen jetzt hier, das ist voll schön. Mist, den kriegen wir nicht. Egal, dann würde ich erstmal hier die Kirschen schütteln. Ich glaube, da müssen wir hinten lang gehen, damit wir die alle kriegen, genau. Oh, da kommt der Zitronenfalter doch nochmal zu uns. Nein, Mist. Komm her. Pff. Der war in einem guten Winkel. Der hat uns verarscht. Egal. Die Früchte nehme ich noch mit schnell. Cool. Oh. Mein Handy hat geklingelt. Mein Bruder ruft mich gerade an. Aber das können wir dann später machen. Den rufe ich dann später zurück. Hier ist noch ein Marienkäferchen. Voll süß. Cool. Hallo, Käfer. Kommst du mit? Yay, Marienkäfer, Punktlandung im Kescher, ja. Die sind voll süß, ich mag Marienkäfer. Das sind auch die einzigen Käfer, die ich anfasse, die ich auf irgendeiner, die ich auf meiner Hand nehme. Oh, was ist das für eine fette Libelle hier. Kommt sie nochmal? Das wäre ja schön. Hm, nö, möchte sie nicht. Okay, hier ist der Weg, hier ist der Springbrunnen. Ich mag das alles voll hier, das ist voll schön geworden. Auch die Ecke hier mit den... Ups. Das Ding ist halt, Blumen locken Insekten gut an. Aber ich bin zu blöd, die zu fangen. Deswegen verschwinden sie dann auch gerne mal wieder. Hier ist noch Unkraut, das nehmen wir wieder mit. Okay. Lass uns mal gucken, eben, ob ich hier noch Früchte finde. Genau, da sind noch welche. Die schmeiße ich mir noch ein. Dankeschön. Das hier nehmen wir auch mit. Und dann können wir noch den Stein irgendwie hier ein bisschen klopfen. So. Ah, ich bin gespannt, ob das richtige Gemälde ist. Es gibt bestimmt immer Merkmale, aber die Mona Lisa sah mir nicht echt aus. Das Gesicht war nicht Mona Lisas Gesicht so. Ich meine, das kennt man ja nun wirklich. Eins, zwei, das schaffe ich nicht. Drei, vier, fünf, sechs, sieben und die acht wird nicht kommen. Nee. Halb so wild. Aber hier ist noch ein Schmetterling, der möchte auch noch mit. Dankeschön. Das leicht verdient das Geld. Kolibri-Falter. Ich glaube, die sind relativ wertvoll auch. Mal gucken. Es ist halt schade, dass heute dieser Insektentyp nicht da ist. Oder vielleicht ist er da und ich habe ihn noch nicht gesehen. Mal gucken. Vielleicht auch nicht. Guck mal. Oh, hier sind neue Unkraut. Unkraute. Also ab und zu wachsen die auch wieder nach. Die können wir mal wieder mitnehmen. Ich will sie einfach mitverkaufen. Ich finde die Ballons gar nicht schlimm hier, die nächsten Tag Ballons. Klar sehen die aus wie Eier, aber das könnten auch einfach Luftballons sein. Was sind das da für ein Vieh? Das kenne ich noch gar nicht, den Schmetterling. Den habe ich noch nie gesehen. Zeig mal her. Oder? Stimmt gar nicht. Das ist ein Schwalbenschwanz, oder? Ja. Ja doch, das stimmt nicht. Der sah gerade so anders aus, aber es ist gar kein anderer gewesen. So. Da haben wir noch Luft... Ah ne, irgendwas haben wir da bekommen gerade. Hier schüttel ich noch kurz. Na? Pfirsich, genau. Und dann hier vielleicht? Nee, der ist, glaube ich, verloren. Halb so wild. Die Pfirsiche können wir noch mitnehmen. Jedenfalls so viel, wie wir tragen können davon. Und dann würde ich zu Nepp und Schlepp gehen und verkaufen. Jo. So. Oh, Tasche ist voll. Okay, dann schmeißen wir wieder hin. Gut, dann gehen wir erstmal zu Nepp und Schlepp. Mit Libellchen. Hätten wir uns noch mit schnappen können, aber... Das nächste Mal dann, wenn wir hier vorbeikommen. So. Hier hoch. Yo! Mal gucken, was die haben. Vielleicht haben die was Schönes. Guck mal, hier ist das Kloset, was wir den Tag geschenkt bekommen haben. Hallo, hallo! Willkommen im Luxladen. Was ist denn das hier? Das ist auch cool.
Oh, und hier? Das sieht aus wie so ein Air Conditioner oder sowas. Zeig mal her. Das ist eine Klimaanlage. Cool. Der Preis beträgt 63.000 Geld. Oh mein Gott. Die habe ich nicht. Tut mir leid. Alles klar. Krass, durch wie viel Zeug die jetzt verkaufen, was super teuer ist auch. So, wie können wir dir behilflich sein? Ich würde was verkaufen erstmal. Und ich könnte mal nach deren Top-Einkauf gucken. Vielleicht kann ich da irgendwas machen von. So, ihr kriegt den Schwarmschwanz, ihr kriegt die Pfirsiche, die Birnen, das hier, das hier, das hier. Das hier müsste ich ja doch zu euch gehen sollen vorher. Aber ist egal, wir gehen da bestimmt nochmal vorbei. So, Nummer 1 Shirt, das behalte ich. Doppelsofa behalte ich. Die Äste, das Holz, Hartholz, den Barsch. Ja, Eisen würde ich jetzt auch nochmal wegmachen. Und den Lehm würde ich behalten. Okay, machen wir so. Sehr gut. Bitteschön. Oh, da ist ja einiges dabei. Wie viel haben wir da? 18.120. Das ist cool. Nehme ich gerne. Danke sehr. So, super. Das ist gut. Dann wollte ich noch Blumen kaufen. Gucken wir mal, was die haben heute. Okay. Hier. Oh, die Schirme. Sommerschirm. Okay. So, hier sind die Blümchen. Cosmea. Okay. Veilchen haben sie noch. Veilchen. Ja, Cosmea würde ich jetzt ungern kaufen. Tulpen haben sie auch. Tulpen sind doch cool. Hornveilchen. Papageitulpe, das sind die roten. Gut, ich nehme mal hier Tulpen mit. Nehmen wir mal 5 davon. So. Ups. Scheiße. Das wollte ich nicht. Entschuldigung. Gehen wir nochmal ran. Hallo. So. Wie viel, was hatten wir jetzt für Tulpen? Ah, die sind auch cool hier. Okay, gucken wir gleich nochmal. So, die hier hatten wir jetzt. Die Viridium. Dann nehme ich die Triumphtulpe. 5 Stück. Jo. Und Papageientulpe würde ich noch mitnehmen. Genau, dann haben wir da ein bisschen Tulpen. Auch nochmal 5. Okay. Danke sehr. Und dann gucken wir nochmal zu den Tapeten, weil das interessiert mich auch. Minimaltapete, okay. Schwarzziegeltapete, Graupunkttapete und Rotlochtapete. Hm. So, rosa Kronenwand, okay. Buntpuzzeltapete, das ist voll das Kinderzimmer hier. Und braun Relieffliesenwand, die sieht cool aus, ehrlich gesagt. So, was gibt's auch für Böden? Guck mal, ganz blau, Blaugummiboden. Okay. Nö, habe ich jetzt keine Verwendung für. Böden und Tapeten, das würde ich irgendwann später, wenn wir mehr Platz und so haben, auch nochmal aktiver holen. Es macht doch Sinn, wenn wir mehr Zimmer haben, dass wir da mehr Böden und Tapeten haben, ne? Momentan haben wir 3. Muss noch besser werden. Ein Stückchen. So. Der Song ist cool, Leute. Der spielt im Hintergrund. So, hier kurz rüber. Und dann würde ich mal eben da oben dann die Blumen pflanzen. So, nicht da, sondern hier. Und hier können wir eigentlich auch noch ein bisschen was anpflanzen. Das sieht eigentlich noch so kahl aus. So, kommen wir da rüber? Nee, Mist. Gehen wir hier lang. Hallo, Wolli. Na, mein Liebe. Hey, wie läuft's, Fuschel? Lass uns quatschen. Ich kann schon voll gut posieren. Ha, tscha. Für einen zukünftigen Popstar ist das unzuverlässig. Ich wollte gerade unerlässlich, stand da. Man weiß schließlich nie, wann man mal Hatscha machen muss. Hast du völlig recht. Hatscha ist absolut was, was man täglich macht. So. Und dann würde ich hier kurz hoch. Und wir könnten theoretisch auch die Blumen hier so lang. Ist eigentlich nicht verkehrt. Oh ne, es sieht eigentlich cool aus, wenn wir die hier machen. Hier hoch. Die brauchen ja auch nur einen. Und wenn wir dann hier, also ein Feld breit, wenn wir dann hier anfangen, dann ist doch okay. So, warte mal, ich würde die mal alle nebeneinander packen. So, und dann hier noch. Okay. Dann fangen wir hier an, pflanzen. Okay. Und dann würde ich einfach immer nach vorne gehen. Pflanzen. Pflanzen. Dann fangen wir wieder so an. Das Coole ist halt auch, dass sie dann auch nur dahin kommen, wo ich sie haben will. Weil woanders können sie gar nicht auftauchen. Cool. Man könnte auch Blumen erstmal auf einen Haufen pflanzen, alle irgendwo. Die dann ausgraben, wenn sie ausgepflanzt sind oder fertig ausgewachsen sind. Ich glaube, das reicht gar nicht, was wir jetzt haben hier. Vielleicht müssen wir da nochmal welche holen gehen. Und die dann halt eingraben später wieder und dann umpflanzen. Aber ich finde es auch so ganz okay. So.
Okay. Das geht ganz gut auf. Dann hier noch. Pflanzen. So. Cool. Dann haben wir hier eine Reihe Tulpen hoch. In verschiedenen Farben. Hier kommen die Cosmea. Ja, die könnte man vielleicht... Warte mal, die könnten wir vielleicht vereinheitlichen noch. Obwohl, warte mal, wenn wir hier zwei gelbe Cosmea kommen, dann können da auf der anderen Seite zwei weiße kommen einfach. So, dann gehen wir hier mal runter und gehen hier wieder hoch. Möchte dann auf der gleichen Höhe einfach einpflanzen, sodass wir dann... Ja, gleich wir haben. Warte mal, ich würde mal das hier rausnehmen. Das ist eh in der, im Weg und das hier würde ich auch noch rausnehmen. Okay. Und dann würde ich die hier wieder einpflanzen, ne? Glaube ich. So, pflanzen. Okay. Ja, und dann eins da drüber noch. Pflanzen. So, cool. Cool. Und dann würde ich nochmal Tulpen holen gehen, genau dieselben Anzahl. Aber da können wir, das machen wir, wenn wir nochmal Früchte haben und so, die wir noch verkaufen können. Ich würde erstmal noch das Restliche an Früchten schnappen. Und da ist noch ein bisschen Loch im Boden. Das sind bestimmt Fossilien, die können wir auch noch mitnehmen. Vielleicht ist es auch ein Ast von Scar, wer weiß. So, ne, ist ein Fossil, sehr gut. Juhu! Dankeschön. Dann sollten wir vielleicht zu Eugen gehen nochmal. Das macht auch Sinn. Falls wir da noch was doppelt haben, dann kriegen wir da nochmal ein bisschen... Ein bisschen, ne? Finanzen. So. Hier gibt es auch noch was zu holen. Das sollten wir alles kriegen. Ja, zurzeit bin ich am Verkaufen eher von Stein und Eisen. Das ist aber auch, damit das Lager nicht vollmüllt, so. Ich würde viel gerne, also ich würde ja viel lieber die ganzen Rohstoffe einlagern können. Aber dadurch, dass wir so viele Klamotten haben, ist das schwierig. Okay. So. Das Volley-Post. Süß. Okay, kommen wir nicht durch. Da müssen wir so rüberhüpfen. Ach, das nervt. Ich freue mich, wenn die Brücke fertig ist. Wie viel will die denn überhaupt noch? Komm, wir gucken mal. Müsste ja bald durch sein. Guten Tag. Moment, spende... genau. Unser Ziel 100... Ah, ne, das haben sie jetzt noch. Wie viel brauchen sie noch? 83.000. Okay, das könnten wir vielleicht sogar rankriegen heute. Und dann ist die bald durch. Voll gut. Mann, hier ist voll viel Unkraut nachgewachsen. Müssen wir alles mitnehmen. Wie sieht das denn aus? Das ist ja nicht so schön. So. Gut, dann gehen wir jetzt zu Eugen. Dann analysieren wir die Fossilien. Vielleicht will er noch was davon haben. Und den Rest würde ich dann verkaufen. Sehr schön. Kommt ein Mann zu Eugen. So beginnt die besten Witze. Nur fällt mir jetzt die Pointe nicht mehr ein. Wach mal auf. Oh je, ich bitte um Pardon, ich grüße Sie, Nigoki. Willkommen auf Lunai. Was darf ich tun? Ich will etwas analysieren erstmal, mein Lieber. So, was darf ich für Sie prüfen? Drei Stück habe ich. Einmal, zweimal und drei. Sehr gut. Bitte sehr. Nicht nur ein von so, gleich mehrere. Ihre Funde sind überwältigend. Kein Zweifel, wir haben selbst bereits solche Stücke im Museum. Okay, er hat alles schon, dann können wir das alles verkaufen. Er hat jetzt selbst keine Mäuse, um das privat zu kaufen, aber das ist okay, dann verkaufen wir das bei Neppelschlepp. Ciao, ciao, Eugen, danke schön für deine Hilfe. Gut, dann kriegen wir da noch ein bisschen was drauf. Jo, 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 jo. Cool. Ich freue mich auf das Gemälde morgen. Ich hoffe, das haben wir noch nicht. Das wäre cool, wenn wir das ausstellen könnten. Oh, guck mal hier. Würde ein Sternibaum wachsen? Ich würde... Ich würde jetzt keinen neuen anpflanzen. Ich würde die Sterne nicht so nehmen, wie sie sind. Dankeschön. Ich frage mich, wer da nachts immer kommt und die Sachen vergräbt. Irgendjemand muss das ja tun. Okay. So, dann können wir hier noch kurz... Achso, ich würde noch die Früchte mitnehmen eigentlich. Ja, das machen wir mal. Hallo Silvia. Na? Alles gut bei dir? Was gibt's Neues, Flott Flott? Ich würde mal mit dir reden. Das Leben auf einer einsamen Insel hat was wie... Aber unsere Insel ist nicht mehr einsam, mein Lieber. Meine Liebe, so gar nicht mehr. Wir sind schon relativ gut bewohnt, findest du nicht? So, hier schüttel dich mal noch fein die Bäume, damit wir da die feinen Früchte verkaufen können dazu. Kokosnüsse brauchen wir. Sag mal, ich meine, Animal Crossing macht ja extrem viele Events, ne? Also das heißt, zu jedem großen Feiertag oder so kommt da was. Ich denke mal, das nächste, das wir sehen, ist Pfingsten, oder? Das wäre ja jetzt bald, oder? Ist ja nicht mehr so lange hin, Pfingsten. Ich frage mich, was dann kommt. Was man dann machen kann, so. Und im Sommer müsste ja theoretisch auch
Also ich meine, wir haben jetzt Sommeranfang schon gehabt, oder? Noch nicht. Ist ja eigentlich noch Frühling. Müssten ja theoretisch auch nochmal ein paar neue Insekten kommen oder so, ne? Ich glaube, jeden Monat kommen auch neue Insekten dazu. Die wir fangen können und Fische, die wir irgendwie ausstellen können und so. Ich glaube, da sind einzelne Sachen, die relativ selten sind. So. Apropos, wir könnten mal so ein bisschen angeln. Vielleicht können wir die auch noch mit verkaufen, die Sachen dann, was weiß ich. Guck mal, hier ist noch so ein kleiner Fisch. Den werde ich mal versuchen zu schnappen. Guck mal, hat er gesehen, ja. So. Oh, eine Bachschmerle. Die hatten wir wohl schon. Da können wir die auch verscherbeln. Die können wir verschmerbeln. Die sollten nicht die Texte schreiben müssen zu den Fischen. Oh. So. Dann werden wir mal eben verkaufen. Willkommen, Niguki. Was hast du zu tun? Ich habe was zu verkaufen. Nepp und Schlepp. So, und zwar hier die Schmerle, den Schmetterling, die Schmerle, nee, das Dings da. Das, das und das. Und was noch? Unkraut. 1000 Sterne, das möchte ich gern verkaufen. Dann haben wir hier noch das und das, naja, genau, Eisen und Steine. Können wir noch mit verscherbeln. So, noch was? Nö. Können wir so nehmen. Ja, ich habe einiges dabei. 17.000 nochmal, die nehme ich sehr gerne, dankeschön. Aber 57.000. Das ist alles so teuer. So, vor allem die großen Sachen sind halt echt schwierig, da so viel Sterne zu kriegen. Halb so wild. So, kleinen Moment. Ich würde mal eben gucken. Vielleicht können wir noch auf so eine Maieninsel heute mal gucken. Nochmal. Hier gibt es noch was. Theoretisch. Ich würde mal eben zu Tom gehen. Und schauen, ob ich da noch... Warte mal, einen Schmetterling will ich noch. Es lohnt sich halt, die ganzen Sachen nebenbei mitzunehmen. Das sind alles Sternis. Ne? Vielen Dank. Ein Zitronenfalter. So, hier gehen wir rein. Gut, dann hier ans Noob-Portal. Willkommen im Noob-Portal. Einmal pro Tag erhalten Sie Zugriff auf Noob-Mine. Das war jetzt unser erster Tag wieder, weil wir gestern nicht gespielt haben. Ist halb so wild. Manchmal ist es so. So, Nook-Meilen. Wollen wir noch was einlösen? Ich guck mal eben, ob wir was einlösen könnten. Sterne-Coupon, mein Ticket. Mein Ticket haben wir zu wenig. Hm. Okay, die Zäune sind jetzt nicht so cool, ehrlich gesagt. Obwohl, der Bretterzaun, den kann ich, glaube ich, noch nicht. Das ist eigentlich cool. So, was haben wir hier noch? Das alte Zeug, das ist alles Standardzeug, das haben wir eben eh schon. Aber ich frage mich, warum der Leuchtturm bei mir so aussieht und bei manchen nicht. Kann man den irgendwie färben noch? Das wäre voll cool. Oder gibt es einfach verschiedene Leuchttürme so? So, okay, nee, hier ist jetzt nichts Interessantes dabei. So, bitte wählen Sie Ende folgenden Service. Ich gehe nochmal ins Noob Shopping selbst. Gucken wir mal da rein. Ob da noch was? Taschenradio, Wäscheständer, okay. Truckerkappe in Violett, Sportbrille, Nebelshirt. Oh, das mag ich voll, das ist voll schön. Feierabendrock, okay. Das ist jetzt nichts so Spektakuläres. Vielleicht mache ich mal noch eine Runde Poster für euch. Hier, ich würde vielleicht von Marianne verschicken. Jo, das können wir doch machen. Machen wir mal jetzt Geschenk an euch. So, dann gehen wir an die Scarp. So, ich würde hier euch diese begrenzten Dinger schicken von bis zum 31.05. Ist jetzt nicht mehr so. Okay. Da gehen wir schnell durch. Ich werd allen was schicken. So. Wunderbar, wunderbar. Scarp hat Marianne bekommen. Dann schicken wir jetzt weiter die an die Emma. Mit genau demselben. Ja, einfach, dass wir die Community... Ich war ja gestern nicht da und so. Tut mir leid nochmal dafür, Leute. Ich versuche irgendwie, das so hinzubekommen, dass es mich nicht runterzieht. Ich liebe den Kanal und ich liebe euch und ihr seid großartig. Das ist echt so. Ich meine das völlig ernst. Aber manchmal komme ich nicht hoch. So, dann kommst du nicht aus dem Bett raus. Dann hast du Tage, die einfach total scheiße sind. So, und gestern war so einer. Und ich muss auch gucken, dass mir der Kanal weiterhin Spaß macht. So, guck mal, wenn ich... Die Serien, die ich habe, ja, also Stardew Valley und Animal Crossing und
auch Death Stranding. Jede Folge davon geht fast eine Stunde. Ich möchte die Folgen so haben. Das bedeutet aber auch, dass die Zeit, die da reinfließt, einfach bis zu 3 Stunden sich aufblasen kann. Und wenn ich dann 3 Folgen am Tag mache, dann bin ich 9 Stunden mit YouTube beschäftigt und dann habe ich kein Leben mehr dabei. Und das funktioniert nicht, das zieht mich runter und laugt mich aus. Deswegen gucke ich jetzt erstmal, dass ich die nächsten Tage auf jeden Fall pro Tag nur eine Folge hochlade. Heute ist es Animal Crossing, morgen wird es dann wieder Stardew Valley sein. Vielleicht schaffe ich es, dass ich Animal Crossing und Stardew Valley täglich bringe in der nächsten Zeit wieder. Und dann bloß Death Stranding einmal in der Woche oder zweimal in der Woche. Ich werde euch dann einen genauen Plan nennen, wenn ich einen habe. Auf jeden Fall. Ich werde auf keinen Fall aufhören mit dem Kanal, so ist es nicht. Da habe ich gar keine Lust drauf. So, Michelle noch. Das heißt, ihr könnt gerne regelmäßig reinschauen. Es tut mir leid, dass ich jetzt noch keinen richtigen Plan habe, wie ich es mache. So, ich würde euch gerne sagen, jetzt Montag das, Dienstag das, Mittwoch das. Aber dadurch, dass ich halt auch arbeite jetzt ab morgen wieder, ist es schwierig. Ich weiß nicht genau, wie ich das schaffe und so. Naja, mal gucken. So, Kakume noch und dann haben wir da alle. Dann haben jetzt alle ein Poster bekommen. Von der guten Marianne. Die finde ich übrigens voll süß finde. Ich mag Marianne gerne. So. Gucken, vielleicht können wir noch ein Amiibo-Kärtchen rufen heute. Sehen, wen wir noch nicht hatten. Hier, Marianne zum Beispiel hatten wir auch noch nicht. Vielleicht nehmen wir mal ihn. Ja, ich nehme mal ihn hier. Er ist ganz süß. Das ist so ein Entchen. Ich weiß nicht, wie er heißt auf Deutsch. Auf Englisch heißt er Dervin. Dervin. So, Kakumi hat sein Ding bekommen. Okay, wunderbar. Bis bald. Bis bald. So, und dann würde ich... Warte. Ja, genau. Dann würden wir mal einen Camper einladen. Jupp. So. Da habe ich das Kärtchen. Das halten wir mal hier rauf. Erkanntes Amiibo. Erwin heißt er. Guck mal, er heißt Derwin auf Englisch und Erwin auf Deutsch. Ist auch okay. Ja, dann hol ihn doch mal. Erwin Ente. Wie er aussieht. Hallo Erwin. Hier ist Erwin. Wie kann ich helfen? Hallöchen übrigens, falls ich das noch nicht gesagt habe. Ich bin nur so aufgeregt, dass mich jemand anruft. Also, willst du nur Hallo sagen oder ist irgendwas? Ich soll zum Campingplatz auf deiner Insel kommen? Das mache ich. Bin gleich da. Krug. Was ist denn Krug? Die haben alle irgendwelche Psychosen, die Bewohner. Irgendwelche Sprachfehler. Okay, dann haben wir den Erwin eingeladen. Dann können wir mal gucken, was der Erwin so will. Oder ob er uns was Schönes bereithält. Der Gute. Cool. Okay. Und bei Tina waren wir auch noch nicht. Da würden wir vielleicht auch nochmal hin. Aber genau, erstmal den Bau. Das ist nur noch ein Sternibau. Lol. Okay, der ist mir gar nicht aufgefallen. Ich würde erstmal das Bauding rausnehmen. So, das war's mit dem Bauen. Ja, beenden. Abschlussvorgang beginnt. Bauarbeiten beendet. So, jetzt kümmern wir unsere Mütze wieder. Puff. Die sehr hübsch ist. Und cool, voll schön, der Sternibaum hier. Oh, das war noch ein großer. Von wem war der denn? Habe ich den eingepflanzt? Ich weiß es nicht mehr. Das ist auf jeden Fall schon eine Weile her. Hey, das sind 80.000, das ist richtig gut. Das heißt, wir könnten jetzt schon mal die Brücke abzahlen, theoretisch. Fast, auf jeden Fall. Ja, cool. Ja, das würde ich auch machen, dann kommen wir da voran. So. Hallo. Oh, guck mal, der Barry ist hier. Hi, grüß dich. Willkommen in unserer Schneiderei. Grüß dich, Tina. Hallo, Barry. Oh, hallo, Nigoki. Lustig, dass dir hier... Was? Lustig, dir hier zu begegnen, Brom? Wirklich lustig. Lass uns plaudern. Ist gar nicht so lustig. Nigoki, was für Klamotten findest du denn eigentlich toll? Vielleicht hole ich mir ja dieselben. Juhu, es lebe der Partnerlook, Brom. Weiß ich nicht. Ich mag kein Partnerlook. Ich mag individuell sein. So, Tina, ich gehe hier mal rein kurz. Bitte nicht gucken. Okay, sie hat wieder die Asia-Blusen, alles klar. Sie hat hier die Einfarben-Pullis. Die gefallen mir eigentlich auch. Vielleicht in Rot. Schön aus. Was hat sie noch? Koch-Outfit. Witzig. Okay. Schädel-Shirts, okay. Weste mit Hemd. Die sind schick. Kleinen Moment mal. Hey, die sind echt schick. So in Schwarz. Schwarz-Weiß. Bisschen aus wie Pinguin. In Grau. Das sieht toll aus. Muss ich echt sagen. So, was ist das hier? Footballhose? Weiß ich nicht. Gibt es noch karierte? Ah, die Punkhose, die haben wir schon in Rot.
Footballhose in grün. Die sieht eigentlich cool aus. So. Blumenhaarnadel. Okay. Was gibt's noch? Was ist denn das hier? Schottenschiffchen. Hä? Witzig. Lustig, ein Rundbart. Das ist voll cool eigentlich. Der gefällt mir. Der gefällt mir. Ohne Scheiß. Arztspiegel. Okay. Lol. Ist der Mundschutz noch? So, wir machen das mal mit dem Rundbart. Den würde ich gerne mitnehmen. Ohne Scheiß. Okay, das passt zwar alles nicht zusammen, was wir da gerade kaufen. Weiß ich nicht. Hast du eine Haarnadel? Nee. Was ist das hier eigentlich? Oder wenn du noch so ein Iro? Irokesenperücke? Ja, die ist eigentlich cool, die nehmen wir. Und dann die Stiefel, die sehen auch schön aus. Arbeitsstiefel. In Rot. In Grau. In Weiß sind die vielleicht cool. Ja, Mann. Okay, das passt sogar ein bisschen zusammen. Passt halt bloß nicht mehr mit der Kopfbedeckung. Okay. Ich weiß nicht, ob ich den Iro schön finde, muss ich echt sagen. Aber ich nehme das mal mit so. Ja, gehen wir mal zur Kasse. Ich würde die nicht gleich tragen, nein. Schick uns die bitte zu. So, vielen Dank. Ich packe deine Tasche. Dankeschön. Yo. Okay, gibt es hier noch irgendein cooles Design, was ich gut finde? Nö, erstmal nicht. Ciao, Tina. Danke, hoffentlich bis bald. Jupp. Sehr gut. Vielen Dank. Dann, weiß ich nicht, sollen wir jetzt noch ein bisschen... Ich würde mal... Okay, hier gibt es noch was zu sammeln. Ich würde noch ein bisschen Geld versuchen ranzukriegen, dass wir die Brücke abbezahlen können, dass die fertig ist. Guck mal, da sind noch Früchte da oben. Die sollten uns helfen damit. So, hier ist noch eine Rose. Warum die da steht, die einzelne Rose, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Aber die kann da bestehen. Habe ich jetzt nichts dagegen. Warte mal, vielleicht kommen hier noch Sternis raus. Da können wir mal gegenklopfen. Das wäre ja super. So. Einmal hier. Und einmal hier. Okay, das müsste klappen. Nö. Keine Sternis. Nur Steine. Und ein bisschen anderes Gedöns. Okay. Gut, wir standen ein bisschen schief, muss ich sagen, aber es hat ganz gut funktioniert. Trotzdem. Okay, sehr gut. Dann machen wir das wieder zu. Und dann gucke ich mal nach dem Camper an. Der würde uns vielleicht ein paar coole Sachen geben. Beziehungsweise eine Anleitung, die cool ist. Das hätte ich gerne. Mal gucken, ob der es sieht. Ich glaube nicht. Ich glaube, da muss ich mich ein bisschen ein Stückchen gerade stellen. So. Ja. Ganz schön großes Vieh. Könnte eine Schildkröte sein, fast so gut. Nee, es ist ein Barsch. Okay. Ein Barsch. Abmarschbarsch. So, da können wir hier noch rüberhüpfen. Ist noch genau eine Lücke, wo wir rein könnten. Dann gibt es hier noch ein paar Kokosnüsse. Die hätten wir mal angepflanzt. Und stimmt, der Strand, den können wir noch mit abluten. Das gibt auch nochmal Knete. Voll gut. Jo. So, das nehmen wir mit. Und das nehmen wir mit. Und wisst ihr was? Ich würde mir voll gerne jetzt von diesem... ich habe ja... Okay, Moment mal. Ich gehe mal noch kurz an die Shopping-App. Und guck mal eben. Ich würde mir nochmal besondere Waren bestellen. Ach, guck mal. Hier haben wir alle Shirts. Voll geil. Voll cool. So. Und zwar... Nee, nicht von hier. Entschuldigung. Tapetenböden? Nee, das war hier. Bereits erhaltene Möbel, genau. Nee. Sorry, ich weiß es nicht mehr. War das bei Modewaren? Nee. Besondere Waren? Ach ja, genau hier. Ah, saisonal. Muttertagstasse. Ist heute Muttertag? Hab ich das verpasst? Oh nein, ich muss mit meiner Mama telefonieren. Okay, bestelle ich mir mal selbst. Dankeschön. Und dann würde ich hier noch, genau, ich hätte gerne noch den Wagen, Glückskekswagen. Da habe ich noch keinen von, den bestelle ich mir auch. Und dann noch das Pocket-Automobil. Aber den kleinen Bus, der sieht süß aus, so. Okay, cool. Mal gucken, wo ich den hinstelle morgen, wenn der da ist. Vielleicht auch hier so in der Nähe von dem Campingplatz. So, hier gibt es noch Zeug.
Ja, die sind relativ schnell gewachsen, die Palmen auch, muss ich sagen. Die haben erst vor ein paar Tagen gepflanzt. Ist aber ganz cool. Und hier gibt es noch einen Flaschenpost. Mal gucken. Bestimmt wieder irgendein Holztisch oder so. Der Erwin. Oh, das ist ja ein Junge. Vielleicht wird der wieder ein Holztisch oder so. So, dann schnappe ich mir das hier. Vielen Dank. Oh krass, jetzt bin ich voll. Alles klar, die öffnen wir noch eben. Bastelfreunde gesucht. Gestern war ich spazieren, da ist mir eine knuffige Idee für eine Bastelanleitung gekommen. Ich wollte die unbedingt jemandem zeigen. Du kannst sie auch weitergeben. Ich liebe Basteln. Puck. Oh, der Puck hört sich an wie die Stubenfliege bei Maya. So, Wasserpumpe. Krass, wie oft wollen die mir noch eine Wasserpumpe geben? Wie oft denn noch? Das ist jetzt schon die dritte Anleitung zur Wasserpumpe. Okay, wir haben keinen Platz mehr. Dann legen wir es wieder hin. Verdammte Axt. So. Ich würde mal eben kurz zu Nepp und Schlepp gehen und dann noch verkaufen. Sonst ist das Quatsch. Okay, ich habe hier keinen Platz mehr, ne? Okay. So. Wieder hinlegen. Aber die Orangen können wir noch mitnehmen. Ich glaube, die hier auch noch. Okay, die eine ist weg. Vielleicht sollte ich... Ah, ist auch voll. Wieder hinlegen. Vielleicht sollte ich das Ding ein Stückchen verschieben. Kann ich das verschieben? Stimmt, kann ich das aber jetzt gerade nicht. Ach doch, geht. Genau, dann machen wir es von so und dann kann die Orange hier in Ruhe wieder landen. Und die war voll. Entschuldigung. Habe ich vergessen, schon wieder hinlegen. So, dann gehen wir zurück und dann würde ich kurz eben ganz geschwind wie der Wind fix den Pix verkaufen. Und dann müssten wir eigentlich auch genug Geld wieder haben, um zu spenden. So, hier geht's hin, hier zum Laden. Natürlich auch ein ganzes Stück, aber gar kein Problem. Ich bin einfach gerannt, wie der Wind. So. Nepp und Schlepp. Ich freue mich, dass ihr da seid. Das ist gut. So, meine Lieben, da bin ich das dritte Mal heute. Willkommen. Was möchte ich tun? Ich möchte verkaufen. Sehr gern. So, da haben wir einiges. Die Wasserpuppe kannst du haben. Sanddollar, Koralle. Das hier, das hier, das hier, das hier, das hier. Das und das und das. Gibt's noch was? Ja, hier ist noch ein Schmetterling. Okay. Okay. So, machen wir's. Oh, da ist ja einiges dabei. Rechne mal kurz durch. Vielen Dank. 7220 ist jetzt nicht mehr so viel, wie ich erhofft hatte. Aber ist auch nicht so wenig. Ist okay. Ciao, ciao. Vielleicht baue ich dann doch nicht die Brücke und mache erstmal Abbezahl-Action nachher. So, aber jetzt gehen wir erstmal zum Camper und gucken, was der will. So, ich mag das hier voll. Das ist zwar super kunterbunt, aber es ist schön. Und die Ecke gibt es auch schon vor lange da. Die habe ich relativ am Anfang gemacht. Oh, guck mal da. Hallo, Liliane, ich grüße dich. Ich will mal dir reden. Ich habe vorhin etwas gerochen, was wie Kürbissuppe von meiner Mutter roch. Ich vermisse sie. Och, Mann. Kürbissuppe. Ich wusste nicht, dass Frösche Kürbissuppe mögen, aber... Liliane offenbar, ja. So, das ist noch ein Fossilchen. Sehr gut. Das können wir mitnehmen. Hier gibt es auch noch... Ach, guck mal, da ist die Marion. Die haben wir vor lange nicht gesehen. Hey, mein Liebe. Na, geht's dir gleich auch in den Nachteulen-Modus wie ich, Knuffi? Ich will plaudern. Hab ich meinen Wandelkalender beim Umzug hierher verschludert? Tja, kann man wohl nichts machen. Okay, offenbar hat sie was verloren. Vielleicht finden wir ihre Fundsache. Das wäre ganz praktisch. Da könnten wir, dann tauscht sie tauscht das bestimmt gegen irgendwas Cooles. Irgendein Einrichtungsgegenstand oder so oder eine Klamotte. So, hier schnell rüber. Ich weiß nicht, habe ich den Stein schon? Bin mir nicht sicher. Guck mal. Ups, ich glaube, den hatte ich aber schon. Aber ich hätte gerne den Sterni-Stein gefunden noch. Das wäre super, das wäre hilfreich. Ne, den haben wir noch nicht. Aber es war auch nicht der Sternenstein. Es ändert sich eh am Tag, welcher das ist. Okay. Oh, Mist, jetzt ist die Schaufel kaputt. Okay, wir müssen eh gleich Hartholz sammeln wahrscheinlich. Oder Holz sammeln. Bestimmt für den Camper. Deswegen würde ich jetzt mal noch kurz warten, bis ich mir die neue herstelle. Und Eisen haben wir jetzt auch gefunden. Das heißt, da sind wir ganz gut versorgt erstmal. Dann können wir uns gleich eine neue Schaufel machen. Jo, jo, jo. Und dann hier die...
netten Orangen. Die können wir noch verkaufen. Die nehme ich natürlich mit. Und dann hier noch die Kokosnüsse. Spitzending. So, hier nochmal geschüttelt. Und hier nochmal. So. Gucke ich hier nochmal hoch. Gucke ich hier nochmal lang. Okay. Jo. Ich setze mich kurz hin. Kurz das Meer genießen. Jo, Leute. Also vielleicht zu meiner Vorgeschichte nochmal. Ich werde das vielleicht immer wieder haben, dass ich mal Tage habe, wo ich nicht aufnehmen kann, weil es mir einfach psychisch scheiße geht. 2016 hatte ich einen Burnout, es lag an meinem Job und da hat es angefangen damals, dass ich einfach Tage hatte, wo ich richtig traurig war, nicht mehr aufgestanden bin, kaum gegessen habe und auch nichts mehr gemacht habe, unternommen habe oder so. Jetzt zur Zeit ist es eigentlich voll gut. Was mir immer zu schaffen macht, ist die Isolation, jetzt auch die Quarantäne. Diese scheiß Corona-Zeit geht mir richtig krass auf den Sack mittlerweile. Ich liebe Videospiele. Videospiele waren immer das Ding, wo ich reingeflüchtet bin früher. Jetzt zur Zeit geben sie mir nicht mehr denselben Effekt. So. Es liegt aber auch daran, dass es zu viel wird einfach. Ich weiß nicht genau, was ich jetzt sagen will dazu, aber vielleicht einfach mich erklären, so. Warum das Ganze immer noch unregelmäßig ist und warum ich nicht wirklich einen Plan habe. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen und könnt ein bisschen nachsehen. So. Das ist nichts, was ich kontrollieren kann und steuern kann und das ist halt was, was einfach passiert. Dass so eine Tage kommen und mich einfach kalt erwischen und ich dann nichts machen kann. So. So. Hier gab es noch Zeug, das nehme ich noch mit und dann gehen wir eben zu einem guten Erwin und gucken, was der Erpel Erwin uns geben möchte oder eben nicht. Mal sehen. Erwin! Hallo. Na, mein Lieber. Was hörst du da? Lass uns was zusammen spielen. Ich denke auch, dass du mich eingeladen hast. Ach nee, ich danke auch, dass du mich eingeladen hast, Krug. Ja, wir können was zusammen spielen, mein Lieber. Ich würde ja echt so gern einen Spielwagen von den Leutchen hier gebastelt bekommen. Ein Spielwagen? Kein Problem. Du kannst das? Ganz wirklich wahr? Schön, das ist so klasse. Dann ist das für dich die Einleitung für einen Spielwagen. Was ist denn ein Spielwagen? Das klingt voll gut. Ich bin nur heute hier. Morgen fliege ich schon wieder zurück. Also mach ganz schnell, ja? Okay, versprochen. So, komm, wir gucken erstmal, ob wir das lernen können. Spielwagen. Ich weiß jetzt, wie man einen Spielwagen herstellt. Cool. Und wie stellt man den her? Zeig mal her. Stimmt, brauchst du Holz dafür. Ach Gott, der sieht voll cool aus. Witzig. Und hier ist auch das Kirschkleid. Das sieht auch cool aus. So, es braucht Hartholz und Weichholz. Okay, Hartholz brauche ich noch ein bisschen mehr. Zwei Hartholz. Ich würde mal, ich glaube, ich brauche 5 für eine Schaufel. Dann gehen wir mal suchen. Ups. Und dann das restliche Holz, was wir dann übrig haben, das können wir mit verkaufen. So. Kommt schon ein bisschen Hartholz raus, das ist doch ganz gut. Jetzt brauche ich mir theoretisch noch 4 Weichholz. Wisst ihr was? Ich werde vielleicht mal eine Werkbank herstellen für hier oben. Das macht vielleicht Sinn, wenn wir noch eine Werkbank machen, die wir hier oben aufstellen können. So, da gab es noch genug Meilen für. Die könnten wir eh mal abholen. Wunderbar, wunderbar. Ich freue mich auf die Tulpen da oben. Wenn die wachsen, das sieht bestimmt schön aus. Außerdem können wir dann leichter kontrollieren, oh, scheiße. ob das Boot da ist oder nicht. Das können wir wieder hinstellen. Das war jetzt Quatsch. Drehkaffeetasse, genau. Und platzieren. Tatsächlich, die ist gar nicht schlecht da hinten. Dann lassen wir die da. So. Dann gehe ich nochmal ganz kurz. Wolli, ich hoffe, ich werfe dich jetzt nicht mit Holz. Nicht, dass du was abkriegst davon. Was hatten die da in der Hand eigentlich? Ach, ein Sandwich, ne? Cool. Kannst du mal was abgeben? Ich habe auch Hunger. So. Und hier lang. Und dann geht's hier hoch. So, einmal, zweimal, dreimal. Und dann haben wir hier noch Holz, genau. Weichholz brauche ich ein bisschen mehr. Ich glaube, ich habe auch Weichholz eingelagert, auch zu Hause. Mal gucken. Ist jetzt schon was dabei? 7 Stück, das müsste eigentlich reichen schon. Das sollte eigentlich schon reichen, ne? Ich glaube, das ein Hartholz fehlt uns jetzt noch. Einmal, zweimal, dreimal. Ups.
Das ist kurz angenehm mit den Bäumen hier. Finde ich gar nicht schlecht. Da ist noch ein bisschen Hartholz. Okay. Okay, gehen wir mal gucken. Vielleicht reicht es schon. Wenn nicht, dann haben wir immer noch Bäume, die wir hier machen können. Bei Barry steht hier unten eine Werkbank. Das ist ganz gut. Die können wir gleich nutzen. So, was soll ich tun? Etwas herstellen. Wir könnten machen... Genau, den Spielwagen, den machen wir direkt. Ganz ehrlich, wir können uns auch einen Spielplatz anlegen, sowas. Ganz ehrlich, hätte ich voll Lust drauf. Vielleicht machen wir das. Weitermachen. Da gibt es voll viele Gegenstände für sowas. Guck mal hier, Schaukelpferd, Spielwagen und sowas. Könnte man vielleicht machen. Und der Blumenpollerwagen sieht auch toll aus. So, ich würde jetzt nochmal gucken, eben nach einer Werkbank, ob wir die noch machen können. Genau hier, was braucht die? Eisenerz und Hartholz auch nochmal. Okay, dann machen wir noch ein bisschen Hartholz. So, gucken wir mal, ob hier was rauskommt. Jo. Ah, scheiße. Oh, meine Steinaxt hat ausgedient. Kacke. Okay, Kleinen Moment mal. Da müssen wir mal eine Wackelaxt machen. Kann ich das überhaupt? Geht das? Nee, Wackelaxt braucht noch 5 Äste. Okay, die kriegen wir aber leicht dran. Da brauchen wir hier einfach bloß hinstellen und schütteln. 1, 2, 3, 4 und 5. Da haben wir sie. So, können wir die Wackelaxt machen. Dann machen wir daraus wieder eine Steinaxt. Gut, dass ich die Steine noch dabei habe. So, etwas herstellen. Also, zwups. Wir hätten auch die große Axt, aber die macht die Bäume kaputt. Und ich will die jetzt nicht kaputt machen, ehrlich gesagt. Weitermachen. Okay, und dann hier die Steinaxt. So, super. Yay. Cool, weitermachen. Und dann gucke ich mal. Genau, da brauchen wir noch ein Hartholz. Hartholz brauchen wir theoretisch eh noch für... Ne? Für die Werkbank. Die würde ich gerne noch machen. Ich könnte mir auch Barrys Werkbank nehmen und dann da oben hinstellen. Ach, guck mal, da war ein bisschen Hartholz. Das ist sehr gut. Obwohl, ich mag die aber eigentlich da. Und ich könnte noch ein paar davon bestellen und die hier noch so mit dran stellen. Da steht immer nicht nur einer, da sind mehrere eigentlich normalerweise. So, hier noch schnell. Ich habe noch Hoffnung auf Hartholz. Nein, ist ein bisschen weiches. Ist auch okay. Brauchen wir noch ein bisschen Hartes. Okay, können wir mal gucken, was wir jetzt damit machen können. Ich bräuchte theoretisch erstmal eine Schaufel. Weil ohne Schaufel ist richtig blöd. Ups. Steck doch mal weg hier. So, etwas herstellen. Genau. Dann können wir die Schaufel machen. Super. Zack. Jojojo. Jojojo. Ja, ja, ja. Wackelschaufel ist durch. Dann können wir daraus noch eine bessere machen. Und dann haben wir das. Sehr schön. So. Ich glaube, ich bräuchte noch ein bisschen Hartholz jetzt für die Werkbank. Aber ich würde gerne noch eine machen. Und ich mag die Naturwerkbank. Deswegen ist das okay. Die würden wir dann auch so machen. Was brauchen wir denn jetzt? Noch 2 Hartholz. Okay. Gut, die sammle ich jetzt mal eben noch schnell. Das macht doch Sinn, wenn wir die Werkbänke so ein bisschen verteilen. Vielleicht kann ich die dann bei mir machen einfach. Ich guck mal eben, ob wir hier noch Hartholz rauskriegen irgendwo. Das ist gerade alles überall hingeflogen. Aber ja, da waren genau die beiden Hartholz, die wir noch wollten. Gut, das ist der Krocki. Mit dem können wir mal reden. Hey Krocki. Oh, du bist Zap. Ich wollte mit dir reden. Schon so spät. Wo ist nur die ganze Zeit hin? Und wie bin ich hierher gekommen? Was? Das weißt du nicht, Krocki? Das ist ein bisschen merkwürdig. Aber ja, die Zeit verrennt leider oft viel zu schnell. So. Wie spät haben wir es denn jetzt? Schon 38. So, ich würde noch was herstellen, bitte. Genau. Und dann machen wir aus der Behelfswerkbank noch eine Behelfswerkbank. Yay. Vielleicht können wir die auch nochmal umändern, so ein bisschen. Ne, Entschuldigung. Ich wollte nicht weitermachen, genau. Vielleicht können wir die nochmal ändern. Zeig mal her. Können wir die anpassen? Das wäre voll schön. Ja, nee, Spielwagen können wir aber anpassen. Okay. Was kannst du daraus machen? Zeig mal her. Ah, den können wir noch bemalen im Grunde. Sieht schön aus, ha? Na ja, gut, den verschenke ich jetzt eh. Also das ist Quatsch, würde ich nicht machen. Ich habe jetzt auch eh nichts dabei. Aber ist cool. Ist gut zu wissen. So, hier gibt es noch Früchte. Die nehme ich auch mit. Ah, ist ein bisschen ärgerlich, dass die Büsche so durcheinander gepflanzt habe. Da sind Sommerbüsche bei und Frühlingsbüsche. Das ist nicht so wild.
Es wäre cool, wenn die immer blühen so, aber das tun sie nicht. Okay, und dann gehen wir hier nochmal rein und dann geben wir ihm das. Ich bin gespannt, was Erwin uns dafür gibt. Kriegen wir meistens immer nochmal was Cooles. Eine Anziehklamotte oder so ein Möbelstück oder so. Hallo Erwin, du hast einen Lolli. Ich will auch einen Lolli. Du siehst ja glücklich aus. Hast du das Ding gebastelt, das ich gern haben wollte? Ja, klar. Hier hast du das. Das ist dein Spielwagen. Bitte sehr. Dieser Spielwagen hier ist also ein Originalstück von Lunaei. Auch fein. Dann kriegst du sofort mein Kükenkostüm als Dankeschön, Nigoki. Was? Kükenkostüm? Danke sehr. Danke für das super tolle Souvenir. Diese Insel ist so wunderbärchen. Lad mich unbedingt wieder ein. Ja, mach ich. Zeig mir dein Kükenkostüm. Tragen. Okay. Lol, was ist daran? Küken? Das sieht jetzt nicht aus wie ein Küken. Das sieht eher aus wie so ein Kartoffelsack. Pulli mit Kopfhörer. Okay, cool. Jetzt haben wir natürlich voll viel Holz gesammelt und so. Das könnte ich nochmal verkaufen. Dann würde ich heute tatsächlich doch für die Brücke spenden, damit die fertig wird. So. Ist ja dann nicht verkehrt. Ich überlege tatsächlich, ob ich noch eine Maieninsel mache. Aber nee, Das können wir morgen machen. So, hier mal ganz fix noch den Schmetterling gefangen. Geht nicht, weil wir haben keinen Platz. Okay, dann gehen wir einfach verkaufen. Hallo, Wolli! Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich den Stein hier schon geklopft habe, da vorne. Da gucke ich mal noch. Den könnten wir vielleicht nochmal kloppen. Das Ding hier. Ich weiß nicht, ob ich den schon gemacht habe. Ich habe auch gar keine Hose an, sehe ich gerade. Was ist denn da los? Also ohne Hose ist doch blöd. Warte mal hier. Die können wir mal anziehen. Punkthose. Ach, Punkhose, nicht Punkthose. Okay. Bitte sei in der Stern nicht drin. Nein, leider nicht. Zwei. Drei. Und die 8. Haben wir noch geschafft. Aber wir sind leider gerade getrieben worden. Ich überlege auch, ob ich den Lehm verkaufe, ganz ehrlich. Ich meine, ich hab super viel Lehm und so viel Bedarf habe ich jetzt nicht. Ach, guck mal da, Liliane. Was trennst du hier rum? Sieht süß aus, ganz ehrlich. Der ist voll der Schatz. Selbst auf dem kleinen Spaziergang kann man eine Menge entdecken, Kröti. Sag mal was. Diese Kirschblütenlaterne hat etwas Beruhigendes. Hier draußen ist es so etwas wie eine Einladung zum Freiluftmeditieren, Kröti. Ja, finde ich auch. Die sieht schön aus. Voll cool, dass wir die gemacht haben damals. Zum Kirschblütenfest. Oder beziehungsweise zum Frühlingsfest, ne? Häschentag gab es die auch. Ganz ehrlich, jetzt haben wir haben super viel Lehm. Können wir damit irgendwas machen? Können wir damit irgendwas herstellen? Und ich habe halt auch hier, guck mal, sowas. So Tische und so Holztisch. Vielleicht auch nicht verkehrt, wenn wir das mal machen. Hier, was ist denn das? Holzwaschtisch, ist auch cool. Gibt zwar viel, was wir machen können. Hier so Krüge, Keramikkrug. Okay, können wir mal einen machen. Ja. Dankeschön. So, weitermachen. Damit wir auch mal ein paar, ja, so Deko-Zeug, weiß nicht, damit wir da vorankommen. Sieht ganz cool aus. Einen Spielplatz habe ich jetzt im Kopf auf jeden Fall. Den würde ich irgendwann gerne anlegen wollen, muss ich echt sagen. Overtapete. Hier gibt es noch Orangentüchchen und so. Das sieht eigentlich süß aus. Auch der Schirm. Das Ding würde ich gerne machen, muss ich echt sagen. Aber das sind so krass seltene Rohstoffe, die der will dafür. Das ist unglaublich. So, gibt's noch was? Keine Ahnung. Ich würde mal sortieren an zuletzt erhalten. Serie. Alphabetisch. Machen wir mal nach zuletzt erhalten. Gucken, was wir da machen können. Hier so ein Holzwerkzeugkasten würde klar gehen. Den können wir Dieter mal herstellen, ganz ehrlich. Oh, ich habe meine Tasche voll. Okay, ist ja gut. Dann können wir nichts machen. Dann würde ich kurz die Karaffe nehmen und die noch irgendwo hinstellen. Würden die denn hinpassen? Vielleicht. Weiß ich nicht, so vielleicht zum Aufgießen hier mit hin. Vielleicht als Aufguss. Hier wäre es doch lustig. Warte mal, geht das? Keramikkrug platzieren. Den sieht man aber nicht. Wenn wir den noch ein Stück nach hinten schieben. Ja. Ja. Gehen wir hier durch, ja. Dann machen wir das hier noch so hin. Okay, und dann drehen. Dann haben wir hier quasi den Keramikkrug, damit wir. Können wir den noch ein Stück da hinschieben? Mist, ich glaube, das geht nicht. Ah, nee. Nee, gefällt mir nicht so gut.
Ich stelle den einfach hier mit unter den Baum. Oder hier so an die Seite. Nicht genug Platz. Sieht doch nicht so aus. Ich weiß nicht genau. Vielleicht hier so hoch? Ja. Ich weiß nicht. Da finde ich da irgendeinen schönen Platz für. Jetzt gerade ist das nicht so cool. Aber ich mag halt die Blumen und wie das aussieht da von hinten. Alles gibt alles schon voll die Struktur. Es sieht voll cool aus. Gefällt mir voll. Nee, die wollte ich nicht. Entschuldigung. Ich werde mal hier hochgucken. Eben. Ist halt cool. Guck mal, hier haben wir unseren kleinen Springbrunnenplatz. Mit den Blümchen und so. Und hier hätte ich gerne noch eine Bank oder sowas, muss ich echt sagen. Vielleicht können wir das noch machen. Okay, ich gehe mal kurz zu Barry. Der müsste ja hier sein. Vielleicht kann ich noch eine Bank herstellen. Irgendwie. Zeig mal her. Ich meine, ich habe ja noch voll viel Holz. Irgendwas werde ich ja machen können damit. So, können wir mal gucken hier bei Einrichtungen. Schlitten. Kannst dich bestimmt auch draufsetzen. Hier ist so eine Bambusstammbank, aber die braucht halt Hartholz. Das habe ich jetzt nicht mehr. Was machen wir da? Ich hätte gern irgendwie... Oh, der Schaukelstuhl wäre auch lustig. Jo, ich nehme den Schaukelstuhl. Ich würde den gerne noch ändern, ehrlich gesagt. Den kann man bestimmt noch färben. Aber ich nehme den erstmal so mit. Ich habe jetzt keine Färbekupons mehr und da müsste ich Geld holen für. Und das habe ich jetzt nicht. Aber ich würde den Schaukelstuhl gerne mit... Warte mal, vielleicht können wir den Schmetterling noch schnappen. Nee, ich habe keinen Platz. Okay. Hier so an die Seite dachte ich, das gibt vielleicht einen netten Ort hier nochmal. Schaukelstuhl platzieren. Ja, warum nicht? Können wir uns da reinsetzen? Ja. Können wir auch schaukeln damit? Nö, das steht ja wieder auf. Okay. Voll süß, ich mag das. Cool aus. Okay. Genau, hier kommen wir nicht durch, dann müssen wir hier über die Brücke. Und dann haben wir hier zum Beispiel dahinter dann diesen Zugang zum Schiff. Ach stimmt, ich wollte nochmal Tulpen kaufen. Okay, das mache ich doch. Das will ich noch machen. Ich muss eh nochmal zu Nepp und Schlepp ein bisschen verkaufen. Ich werde heute nicht alles schaffen wahrscheinlich mit den Sternis, wenn ich jetzt auch nochmal die Blumen kaufe. Ja, mal gucken. Wenn ich jetzt genug Sternis rankriege und ich keine... Also über 80.000 komme, dann kaufe ich keine Blumen mehr. Und falls es reicht, dann würde ich beides machen. Aber ich glaube nicht mehr. Ich müsste eigentlich nochmal zu Eu gehen und das Fossil analysieren. Das letzte. So, hallo ihr beiden. Ist halt ganz gut, dass wir hier rein und raus können heute. So, sehr gern, was hast du anzubieten? Ich habe noch folgendes. Ich habe noch das. Ich würde das Holz jetzt mal komplett verkaufen. Behelfswerkbank. Stimmt, die wollte ich noch mit aufstellen. Das können wir noch machen dann irgendwie. Das Leben verkaufe ich mal mit. Das hier. Und das war's. Okay, nimmst du das. So, mal sehen, wie viel es ist. 8730. Ich glaube, das reicht erstmal, um die Brücke abzubezahlen. Okay, und das machen wir dann auch. Tschüssi! Dann wird die morgen nämlich fertig sein. Dann können wir da nämlich in Ruhe wieder hochlaufen. Es nervt mich, dass ich da mal den Sprungstab brauche zurzeit. Aber wird schon werden. So. Genau, dann würde ich kurz... Ich glaube, das war's, was dann auch an Geld, was wir brauchten noch. Und hier werde ich irgendwann noch Wege reinlegen und so. Deswegen habe ich hier schon so angefangen. Gucken. Wie sich das dann alles ergibt zum Schluss. So Stück für Stück immer, ne? So, hier erstmal die Brücke fertig. Guten Tag. So, wie viel brauchst du noch? Er braucht noch... 83.000. Okay, das können wir komplett abzahlen. Das können wir so nehmen. So, machen wir 8, 3, 3, 4, 1. Okay, bitteschön. Aber ja. So. Sehr schön, dann haben wir das abbezahlt. Cool. Geschafft. Damit ist genug Geld beisammen. Dann wird das morgen durch sein. Coole Sache, freut mich voll. Ich hab voll die Heuschrecke geflogen. Okay, dann würde ich die Stelle nutzen und ganz lieb Danke sagen. Oh, Entschuldigung.
ganz lieb Danke sagen, dass ihr dabei wart. Ich freue mich immer, wenn ihr einschaltet. Macht euch keine Sorgen, ich werde Animal Crossing weiterhin spielen und es wird alles okay sein. Ich werde es versuchen, auch täglich zu bringen. Seid nicht sauer, wenn mein Tag ausfällt. Es liegt dann an mir. Kann ich nicht anders dann. Ne? Ich versuche es aber immer zu machen. Und ich versuche auch mein Licht nicht irgendwie dunkler werden zu lassen und so. Ich habe viel Spaß an den Folgen und ich habe auch echt gute Tage, wo es echt lustig ist, auch mit allem. Und dann gibt es aber auch Tage, wo es eher so ein bisschen einfach entspanntes Spielen ist. Und ich freue mich in beiden Versionen, wenn ihr einschaltet. So, ne? Ansonsten, ja, liked und supportet mich. Dann gibt es mir auch immer ein gutes, schönes Gefühl. Das freut mich immer und es gibt dem Ganzen auch so ein bisschen Sinn zurück, den Kanal weiterzumachen. Aber ich will den Kanal weitermachen, das steht nicht zur Debatte. Ne? Ich will auch einfach, dass diese scheiß Corona-Krise vorbeigeht. Das geht mir so krass auf den Sack. Ich kann es euch gar nicht sagen. Ich habe echt zu knabbern daran. So, in dieser ganzen Isolation. Ich habe meine Familie einfach seit Monaten nicht gesehen. So, mein Hund nicht, mein Bruder nicht. Klar, meine Mutter und so, sie kommt ab und zu vorbei und wir... Aber es ist auch nicht dasselbe. So, weißt du, dieses Zusammensitzen und so, es ist alles nicht so drin. Ich möchte das gerne wieder haben. Ich möchte mehr soziales Leben haben. Das fehlt mir dolle. Ich danke euch für euer Verständnis und hoffe, dass ihr gesund bleibt und dass es euch gut geht, ne? Wir sehen uns das nächste Mal, wenn ihr mögt. Bis dahin, bleibt gesund und gehabt euch wohl. Tschüssi!